Ein Flugzeug braucht 12 Sekunden, um die 540 Meter lange Startbahn in GGBB zu befahren. Klein a, wie groß ist die Beschleunigung? Klein b, wie groß ist die Geschwindigkeit des Flugzeugs beim Abheben? Wir stellen diese GGBB so dar. Wir wissen, dass die Zeit t 12 Sekunden beträgt und wir wissen auch, dass diese Distanz x 540 Meter beträgt. Was wir suchen, sind die Beschleunigung a, die wir in Meter pro Quadratsekunde ausdrücken, sowie die Geschwindigkeit v, die wir in Meter pro Sekunde ausdrücken. Und um diese zwei Größen zu finden, stehen uns die zwei Formeln einer GGBB zur Verfügung. Wir suchen zuerst die Beschleunigung a. Dazu nutzen wir diese zweite Formel, so, in der wir x0 und v0 durch 0 ersetzen können. So reduziert diese Formel sich auf diese und aus dieser Formel können wir schließen, dass die Beschleunigung a gleich ist zu 2 mal x geteilt durch t Quadrat. Jetzt ersetzen wir x durch 540 und t durch 12. So finden wir 2 mal 540 geteilt durch 144, also 7,5 Meter pro Quadratsekunde. Die Beschleunigung des Flugzeugs auf dieser Piste beträgt also 7,5 Meter pro Quadratsekunde. Jetzt suchen wir die Geschwindigkeit v beim Abheben. Die finden wir durch diese Formel, in der wir v0 durch 0 ersetzen. Und somit finden wir als Geschwindigkeit das Produkt von a und t. Wir ersetzen a durch 7,5 und t durch 12. Und somit finden wir als Geschwindigkeit 90 Meter pro Sekunde. Die Geschwindigkeit des Flugzeugs beim Abheben beträgt also 90 Meter pro Sekunde.